Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play MapleStory. Ja, beim letzten Mal haben wir mit, wie heißt er denn? Matthias gesprochen. Wir haben eine Quest erhalten und, ja, ich schätze mal, die werden wir heute ausführen. Ich habe ein wenig gelevelt. Ich bin jetzt kein Level aufgestiegen, aber ich habe ein bisschen EP gesammelt. Mit dazu habe ich natürlich noch ein paar Sachen gefunden. Hier, was weiß ich, Opalerz, Saphirerz. Und solche Sachen. Ich habe nochmal in den Rüstungshändler-Typen geguckt. Und der hatte noch diese Schuhe hier. Die sind ein bisschen besser. Die haben 2 mehr Waffendefense und 2 mehr Geschwindigkeit. Habe ich mir dann eben auch gekauft. Hier oben haben wir auch, glaube ich, noch eine Quest. Die geheime Methode. Okay. Machen wir das einfach mal. Statte bitte Bartos, dem Pet-Trainer, einen Besuch ab. Er möchte dir gerne eine spezielle Methode bezüglich der Handhabung mehrerer Pets zeigen. Wenn du Interesse hast, diese Methode zu erlernen, dann suche Trainer Bartos. Bartos, der Pet-Trainer, ist irgendwo in Hennesis im Haustierspazierweg. Ja, können wir einfach annehmen. Gut, was jetzt genau für eine Mission hatte, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Du hast die Bubbling-Puppe nicht gefunden. Abfalleimer der U-Bahn. Na gut. Da müssen wir in irgendwelchen Abfalleimern gucken. Okay. Oh, und diese Treppen, die sind echt blöd gemacht. Kann man echt schlecht hoch. Ja, ich habe noch ein bisschen für mich selbst ein bisschen was erkundet. Da oben haben wir auch noch eine Quest. Einfach alle Quests annehmen. Donnerfangsauftrag oder so. Boah, ich habe dich vorher noch nie gesehen. Ich bin Nele und ich weiß alles über diese Stadt Bescheid. Ich weiß immer als allererste Bescheid, wenn etwas in der Stadt geschieht. Für 1000 Mesos kann ich dir ein paar Informationen von den Leuten aus der Stadt geben und sie dir vorstellen. Das heißt, dass ich dir Leute vorstelle, die dir einen Auftrag geben können. Wie findest du das? Wie viel Geld habe ich denn? Kann ich jetzt nicht gucken. Ich würde sagen, das machen wir später. Ja, ich habe ein bisschen für mich erkundet. Und zwar bin ich hier mal die einzelnen Wege lang gegangen. Ich glaube, hier war ich diese Oststeinberg 6 beispielsweise oder hier hinten Weststeinberg 4 oder irgendwie so. Und da hinten? Achso, ja. Ich weiß nicht genau, wo ich war. Ich bin einfach ein bisschen rumgegangen, habe ein bisschen für mich gelevelt und sowas. Gut, U-Bahn, weiß ich glaube ich schon, wo die ist. Ja, gehen wir da einfach mal hin. Ihr seht, ich bin wieder alleine. Ich schätze, das wird doch jetzt erstmal im Normalfall so sein. Denn, naja, ist das so, ne? Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Denn er hat mir ja keine genaue Ortsangabe gesagt. Er meinte einfach nur U-Bahn. Ich glaube, hier unten drunter ist noch eine U-Bahn oder so hieß das. Warte mal. Wie war denn das? Ne, irgendwo war eine. Das weiß ich. Na komm. So viel weiß ich nämlich auch noch. Und ganz viele schwache Gegner. Bam. Teilweise würde ich auch öfter ein bisschen leveln gehen, nur es ist halt blöd manchmal, da lag das Spiel nämlich. Da schlägst du 20 Mal auf einen so eine kleine Schnecke drauf und erst nach einer Minute siehst du dann, dass sie gestorben ist, beispielsweise. Das ist halt ein bisschen blöd manchmal. Sonst würde ich auch öfter ein bisschen trainieren gehen, sag ich mal. So, hier ist die U-Bahn. Subway Station. Aber da kommen wir nicht hin, meine ich. U-Bahn-Angestellter. Sprechen wir mal mit denen. Hallo, ich bin Herr Lim. Hör dir einmal diese Geschichte an. Gehe zu staubige Plattform. Medaille. Ehrenamtliche Angestellte erhalten. Was ist das denn? Ich sehe, dass du noch nicht die Bedingungen, um den Titel zu erhalten, erfüllt hast. Ja, ich weiß auch nicht, was ich erfüllen muss. Dies ist die U-Bahn-Station, wo der Bau schon vor Jahren stillgelegt wurde. In den letzten paar Jahren hört man wiederholt solche Gerüchte, wie zum Beispiel, dass die Monster diesen Ort an sich gerissen haben. Ich wurde zu diesem Ort geschickt, um nach den Ursachen zu forschen.
Auch habe ich dann Beweise der Monster, die sich in der Nähe des Plattforms sich aufhalten, gefunden. Um die Plattform herum ist alles so dunkel und so eng, und daher habe ich Jake um jemanden gebeten, der mir bei meinen Untersuchungen, die ich allein nicht durchführen kann, zur Hand gehen kann. Und voilà, hier bist du. Vielen Dank für dein Kommen. Okay, weiter. Während der Untersuchungen des Plattforms wirst du sicherlich auf einige starke Monster treffen. Falls du jemals auf solche Monster treffen solltest, dann gerate nicht in Panik, sondern behalte einen klaren Kopf und versuche dein Bestes, um die Monster zu eliminieren. Um von der Plattform entkommen zu können, musst du alle Monster, die sich dort bewegen, eliminieren. Je nachdem, wie viele Monster du eliminiert hast, fällt dementsprechend auch deine Belohnung aus. Okay, aber ich kapiere jetzt irgendwie nicht, was das für einen Sinn macht. Ich muss auf jeden Fall in irgendwelchen Mülltonnen gucken. Ja. Habe ich doch gerade schon. Hä? Wie jetzt? Geh zur staubigen Plattform. Nur Spieler zwischen, ja. Toll. Nein, ich habe kein Ticket bei mir. Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Nein. Quest. Matthias Quellen berichten, dass vor kurzer Zeit seltsame Puppen in der U-Bahn von Kenningstadt weggeworfen wurden. Ja. Nein, nein. So. Ja, aber hier sind keine Müller mehr. Ich kann da auch, glaube ich, nichts absuchen. Hier ist auch keine Karte, ist also nur dieser kleine Bereich. Und hier ist auch nichts zum Anticken, nichts Verstecktes. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Mission ist irgendwie blöd. Warte mal, hier ist auch nichts. Da, das ist ein Mülleimer. Nein, das sind irgendwelche Fässer. Das sind keine Mülleimer. Das ist ein Mülleimer. Aber da ist nichts drin. Hm. Tja, weiß jetzt auch nicht. Geh weg. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Oder man müsste vielleicht nochmal in Kenningstadt generell gucken. Vielleicht gibt es da auch noch einen Ausgang, der zu irgendeiner U-Bahn führt. Ansonsten gucke ich mal hier. Questhilfe. Ja, toll. Wow, übelste Hilfe. Jetzt habe ich da oben so ein Fenster, wo mir das direkt angezeigt wird, wie viele Puppen ich habe. Von einer, die ich brauche. Toll. Echt klasse Hilfe auf jeden Fall. Da oben ist auch ein Mülleimer. Aber da ist nichts. Ach man, ich verstehe es nicht. Das ist eine blöde Mission, aber es ist, schätze ich mal, eine Hauptquest, dass ich die brauche. Dass sie wichtig sein sollte. Komm, geht alle weg. Na komm. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Ich werde jetzt nur die Quest machen. Kenningstadt, ja. Dann gehen wir jetzt einfach mal in Kenningstadt. Und da geht es ja noch links raus. Ich schätze mal, man kommt eigentlich dann unten raus, von der Karte aus gesehen. Da geht dann ja noch ein südlicher Weg nach Hinnesis oder so. Nach Lieshafen oder so. Aber irgendwo muss ich doch diese Puppe herbekommen. So, hier ist auch ein Mülleimer, aber das bringt mir nichts. Das ist schlecht. Wer ist Charles? Naja. Brauche ich jetzt erstmal nicht. So, wo komme ich da hin? Kenningstadt Baustelle. Aha. Vielleicht kommen wir der Sache näher. Nein, nicht wirklich. Was ist da unten? Elwald. Good Old Days. Shunji oder so. Ne, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt die Mission machen soll. Bonus-Event XP. Wie? Bonus-Event? Was? Irgendwas mit dem Bonus-Event, dass ich mehr IP kriege. Habe ich gerade unten schon gelesen. Aber, so, was ist das? Kein Zentrum. Hä? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wie die Quest funktioniert.
Na toll. Dann gucke ich jetzt einfach in der Stadt nach. Solchen Mülleimern. Hier sind Mülleimer. Aber da steht nur der Typ vor. Da ist nichts. Sprechen wir mal mit Charles, die Geheimbriefe bekommen. Ja. Hallo Maplers. Ich bin Charles. Guy Fawkes Day wird jedes Jahr in Großbritannien am 5. November gefeiert. Es ist zur Erinnerung an die Nacht des Gunpowder Plots in einer Gruppe katholischer Verschwörer. Was? Verschwörer? Es versuchte, die Parlamentshaus zu bestürmen. Erfolglos. Ja und? Die Nacht wird mit großem Feuerwerk gefeiert. Die Sache ist bloß, ich brauche 7 geheime Briefe, die Informationen über die Verräter beinhalten. Können Sie mir die bringen? Ja, ich kann es natürlich versuchen. Ach, Mann. Da steht jetzt Knights of the Cygnus. Achso, das ist jetzt eine Event-Quest. Ne, die mache ich erstmal nicht. Event-Quest da. Ne, brauche ich erstmal nicht. Ich spreche nochmal so mit dem. Hast du die Blume? Ich sagte, du siehst eine Art der U-Bahn nach. Ja, ich komme aber nicht in eine U-Bahn, Kollege. Ich cutte nochmal bis zur U-Bahn. Bis gleich. So, hier bin ich wieder in der U-Bahn. Ja, ich gucke mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Es kann ja nicht sein, dass ich hier nicht weiterkomme. Pass auf, wohin du trittst. Dieser Ort ist noch nicht für die Öffentlichkeit betretbar. Wenn du noch nicht bla bla. Ja. Irgendwas muss ich doch hier machen können. Bitte benutze eine andere Haltestelle. Ich brauche aber die Bubling-Puppe. Dieser Weg ist noch nicht für dich zugänglich. Ja, das habe ich leider auch schon gemerkt. Ah, hier ist echt nichts, ey. Warte mal, hier ist auch nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Du benötigst einen Jagd 999 Ticket. Ja, habe ich nicht. Ah. Na, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns am Canningstadt wieder. Und beende dann diesen Part. Ich gucke dann erstmal nach irgendwelchen anderen Quests. Denn das ist eine recht sinnfreie Folge, möchte ich mal behaupten. Naja, bis zum nächsten Part. Bis dann.